Ja, das Video von Inscope, wenn man mit Ron trainieren geht. Die haben ja vor ein paar Tagen oder so schon ein Video hochgeladen. Also Ron und Nico zusammen. Okay, die 1000 Liegestütze Challenge. Aber es war, glaube ich, noch ein Video gewesen. Ah ja, Inscope zeigt mir einparken. Aber das meine ich gar nicht. Da war noch irgendein anderes Video online. Ich glaube auch im Fitnessstudio oder so. Ron ist auch so ein typischer Disco-Pumper. Also meiner Meinung nach. So ein richtiger Alkoholiker, komplett lost und ja, aber pumpt und das ist auch schon ganz schön stabil. Aber die zwei in Kombination, die sind echt Katastrophe. Liegestütze, und ich verstehe. Also wenn ihr eure Gehirnzellen verlieren wollt, dann gebt euch die beiden in Kombination. Nicht, warum ich überhaupt schon wieder im Gym bin. Ich bin heute zusammen. Das ballert mehr als Kokain. Mit Ron auf dem Rückentag. Ron, ja. Wie geht's deiner Brust? Meiner Brust geht's fabelhaft. Ich habe gerade 160 Kilo beim Bankdrücken bewältigt, bis halt der Rücken trainiert. Hier sein T-Shirt, nice Schwanz, Bro. Also, das ist ein neuer Song. Besteht aus drei Wörtern, ist in die Trends gekommen und hat 200.000 Klicks oder so. Unglaublich. Genau. Okay. Muss ich da dabei sein? Nee. Okay, weil dann machst du einfach dein Ding, ich mach so mein Ding und wir gucken uns einfach dabei die ganze Zeit an. Nice Rückentraining, Bro. Ich habe in den letzten Tagen wieder angefangen, Beine zu machen, hatte zwei Trainings ausfallen lassen leider. Danach ist der Muskelkater gerade extrem stark. 1000 Liegestütze gestern, kommt auf die Fistung noch oben drauf. Um dem Ganzen ein wenig Ernsthaftigkeit zu verleihen, ich trainiere generell aktuell beim Rücken mit dem Latzug. Einmal mache ich den breiten Griff, dann wieder den etwas engeren Griff. Ich arbeite heute allerdings mit weniger Gewicht. Normalerweise arbeite ich hier mit ungefähr 100 Kilo. Und ich probiere die Ausführungen einfach optimal reinzuhassen. Nice Ausführung, Bro. Danke, Bro. Okay, um jetzt die Faxen beiseite zu legen. Ich wollte eigentlich wirklich heute wirklich ein ernstes Training machen. Aber ich nehme es als eine Art Lilo-Training. Wir haben heute den 28. oder? Am 30. werde ich mein Posing machen. Ich bin jetzt die letzten 6 Tage. Dann bin ich ketogen unterwegs, das heißt keine Kohlenhydrate. Ihr seht es vielleicht auch ein bisschen so an meiner Form. Ziemlich leer, ziemlich leer. Ich werde heute Abend. Sharon hat einen Haftschaden, der hat echt einen Haftschaden. Und anfangen Kohlenhydrate zu essen. Es wird sich jetzt nicht so viel getan haben im Gegensatz zu dem Video, das ich vor einem Monat mit Vincent zusammengebracht habe. Aber ich habe gedacht, ich mache die Diät einfach für mich noch einmal richtig schön durchgezogen. So wie Ron das zu sich zieht mit dem Alkohol, habe ich gedacht, ich ziehe jetzt meine Diät ab. Wie machst du das bei dir in der Diät? Wie machst du das in der Diät? Also ich ernähre mich nicht vegan. Und am 31. geht es dann auch für mich ab. Hey, der Junge hat kompletten Haftschaden. Also das Video ist noch nicht zu Ende, aber ich muss euch kurz das Musikvideo von ihm zeigen. Das ist halt auch nicht arg viel besser. Wie gesagt, das Lied besteht einfach aus drei Wörtern. 200.000 Klicks. Ja, wie gesagt, und es geht so 2 Minuten lang. Also da musst du auch drauf sein, um dir das zu geben. Aber ja, der Junge ist sowieso komplett lost. Schön sauber das Ding ziehen. Ron? Ja. Was geht bei deinem Satz gerade ab? Alles gut bei dir? Ja. Weißt du, aber stabile Arme hat der echt und Brust auch. Ich meine, 140 Kilo drückt der ja Bank auf jeden Fall. 160, ja, mit Hilfe, okay. Aber 150 schafft er vielleicht. Ich dachte damals, das wäre krass, wenn bei mir am Bizeps hier diese Arme aufhören, okay? Irgendwann kam die hier. Ja. Und seit neuestem kommt dann auch die hier. Und die hier. Interessant. Deload ist eine wichtige Sache. Die letzten 6 Wochen gar nicht mehr gemacht, weil ich mir gedacht habe, gut. Ich zieh lieber durch, aber die Leute machen auf jeden Fall Sinn. Wie ist es für dich als Veganer jetzt, Ron, in der Diät? Wie gehst du da vor? Du dachtest heute nicht wirklich, dass ich den Scheiß nachmache, oder?
werde erwachsen, Junge. Meine Schwächen, würde ich sagen, liegen im krafttechnischen Brustbereich. Optisch würde ich fast gar nicht mal so sagen, dass Brust eine Schwäche von mir ist. Optisch würde ich fast eher sagen, dass mein Rücken leider nicht so stark ist. Ich will jetzt hier nichts vorweg. Und der Hals ist auf jeden Fall mal überdimensional. Zeige ich euch dann alles im Vorvideo. Generell, was würdest du sagen, was sind Schwächen bei mir? Was kann ich ausbessern? Wo soll ich dran arbeiten? Außer die Waden jetzt, da braucht man nicht diskutieren. Ich habe dich jetzt noch nie so wirklich nackt gesehen. Und ich will das eigentlich auch nicht. Gute Antwort. Wir wollen die gesamte Muskelgruppe abtreffen, um den bestmöglichsten Fortschritt erzielen zu können. Aber ich glaube, bei Ron sind auch die ein oder anderen Gehirnzellen schon verloren gegangen. Wahrscheinlich vom Alkoholkonsum. Die Wiederholung geht über so eine knappe Dreiviertelstunde. Das Gute, Deload-Sätzen, Deload-Tage, Deload-Wochen, ist einfach, dass man während der Zeit die Übung noch mal ein bisschen besser und besser, dass man die Übung einfach noch mal besser spüren kann. Was willst du uns gerade damit sagen? Also was ist die Intention dahinter? Das ist nicht vorhanden. Ja, immerhin noch mehr als bei mir. Ja, also ich wäre dann auch langsam dafür, dass wir gehen. Nice Schwanz, Bro. Wie kommt man auf so einen Scheiß? Und mit drei Wörtern macht er ein Lied. Junge. Ich auch. Aber seine Videos auf YouTube, seinem Kanal, feiere ich übertrieben. Also, der Junge und Nico, die sind komplett feiernd. Das ist auf jeden Fall ein krasses Training gewesen mit Ron. Ich bin durch, dann drin, ja. Du bist durch schon? Also, ich bin genau hier. Du bist durch schon? Ja, genau hier, selbst. Ja, das Training mit Ron war bisher echt intensiv. Ich hätte nicht gedacht, dass Ron so durchzieht. Wie viele Sätze Bizeps hast du gemacht? Gut, danke. Stabil. Danke. Wenn ihr Bock habt auf ein Training von Ron und mir, in Berlin oder so, das vielleicht nicht ganz so hart ist wie das Training hier, damit ihr auch ein bisschen was für euer Niveau bekommt, lasst einen Daumen nach oben da und schaut am besten. Digga, ich verlinke euch auf jeden Fall Rons Kanal mal in der Videobeschreibung. Seine Videos könnt ihr abchecken, die sind zu geil. Also nehmt seine Videos, feier ich übertrieben und sind mindestens genauso unterhaltsam wie Nico seine, weil der Typ einfach komplett lost ist. Der Typ ist... der ist einfach Killer.